Herzlich willkommen auf Lucky. Ich bin Simone, ich bin hier die erste Vorsitzende und möchte euch herzlich einladen, unser Gelände kennenzulernen. Mit meinem Kompagnon Günther. Ich bin seit 5 Jahren im Verein. Ich bin der zweite Vorsitzende. Versuchen wir das Ding hier oder meistern das, wir sagen, fast vorbildlich. Wir sind sehr zufrieden hier mit dem, was wir machen. Wir haben hier viel neue Mitglieder gewonnen, wir haben viel investiert, viel gebaut für unsere Verhältnisse und wir sagen, wir haben einen tollen Laden, einen tollen Verein. Wir möchten auch jeden dazu herzlich einladen, dass er hier mal herkommt, uns kennenlernt. Gerne, es gibt viel zu bieten hier. Wir haben eine richtig große Sonnenterrasse um unseren Pool drum gebaut, damit man sich hier ausgiebig der schönen Natur erfreuen kann. Bei uns gibt es eine Sauna, die für die Mitglieder zur Verfügung steht. Wir haben einen großen Spielplatz, wo auch Kinder sich austoben können. Wir haben ein sehr großzügig strukturiertes Gelände, das heißt große Abstände zwischen den einzelnen Stellplätzen, sodass auch jeder Ruhe haben kann, wenn er Ruhe haben möchte. Aber es gibt natürlich auch eine Gemeinschaftshütte, wo man Geselligkeit ausleben kann. Und nicht zu vergessen sind wir natürlich auch ein Sportverein. Das heißt, es gibt verschiedene Sportangebote bei uns, die man wahrnehmen kann. Alles immer unter dem Aspekt Spaß am Spiel. Das heißt, man kann Pool spielen, wir haben einen Bogenschießstand, wir haben Tischtennis im Angebot und verschiedene andere Sportarten, die man je nach Bedarf und Interesse auch durchführen kann. Und zum Schnuppern haben wir auch einen Gästewohnwagen. Das heißt, wenn jemand mal sich spontan ins Auto wirft und sagt, ich fahre da mal hin und findet es dann hier so schön, dass er gar nicht wieder nach Hause möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, im Gästewohnwagen zu übernachten. Ja, das ist die große Gefahr. Wer hierher kommt, das kennt Simone auch, als Gast meistens wieder Mitglied. Wir beide, Gela und Uwe, das ist mein Name, wir kommen aus Rathekau, nördlich von Lübeck, dort, wo andere Urlaub machen. Und deshalb haben wir uns mal auf den Weg gemacht, um andere Städte, Örtlichkeiten, wie zum Beispiel diesen wunderschönen kleinen Platz hier zu erkunden und, was soll ich sagen? Ja, es ist einfach traumhaft, ne? Wie ein kleines Paradies. Besonders beeindruckt haben mich gestern Abend die Glühwürmchen, weil das kriegen wir in Schleswig-Holstein überhaupt nicht. Naja, und die Gastfreundlichkeit natürlich. Ja, wir können uns nur anschließen. Wir sind Jan und Claudia, kommen auch aus Schleswig-Holstein, aus Bad Segeberg und haben, wie gesagt, waren auch das erste Mal hier, haben leider nur ganz kurz Zeit. Aber wie gesagt, es hat uns sehr, sehr gut gefallen, wirklich sehr gastfreundlich hier. Wir liegen idyllisch im Naturschutzgebiet, im Hintergrund die Vögel. Kaum Kraftverkehr, hier ist nichts zu hören. Ich selbst bin fast jeden Abend hier. Bei uns ist es ähnlich. Wir wohnen eine halbe Stunde entfernt. Und wenn das Wetter super ist, dann fahren wir vom Betriebsgelände gleich rechts. Das ist nämlich die Strecke nach Flaki und nicht nach links nach Hause. Das ist immer wie ein kleiner Kurzurlaub. Das heißt, man kommt hierher und schmeißt mit den Klamotten, die man ablegt, auch sämtlichen Stress und sämtliche Probleme weg und hat dann eigentlich einen kleinen Kurzurlaubsnachmittag oder Abend. Der Verein, wir sind ja der FNB Hameln, liegen allerdings in der Gemeinde Erzen, das ist im Weserbergland. Verwaltungstechnisch gehören wir zum Landkreis Hameln-Pyrmont und das sind eigentlich auch die großen Städte, die hier im Umkreis sind, die auch absolut sehenswert sind. Hameln als Rattenfängerstadt ist den meisten wahrscheinlich bekannt aus der Sagenwelt mit einer richtig tollen Altstadt, die man von hier aus auch mit dem Fahrrad erreichen kann, weil es führt sogar der Weserradweg an Hameln vorbei. Und auf der anderen Seite Bad Pyrmont, eine Kurstadt mit einem richtig tollen Kurpark und auch ein bisschen Shoppingmöglichkeiten, also auch ein Ausflug in der Natur. Und was man nicht vergessen darf, es ist hier ein bisschen hügelig, deswegen Weserbergland. Das heißt, auch mit dem Fahrrad kann man hier tolle Strecken fahren, um auch das Weserbergland von oben zu sehen. Das heißt, so ein bisschen hügelig. E-Bike wird immer empfohlen, es sei denn, man ist so fit, dass man auch das Ganze mit eigener Kraft bewältigen kann. Ja, wir sind direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, Kilometer. Auch Nordrhein-Westfalen bietet einen, zum Beispiel das Hermannsdenkmal, die Extra Steine, der Köterberg, dann Minden, die Porta Westfalica, Hannover,
Herrenhäuser Gärten. Hier wird sehr viel geboten, auch für viele Sportarten. Außerhalb gibt es Kanufahren auf der Weser. Ganz viel Angebot hier. Das heißt, aktiv und relaxen kann man hier beides machen. Wir sind im Ortsteil Flakenholz 2, wer hier hin möchte. Flakenholz ist ein Ortsteil von Erzen. Erzen ist eine Großgemeinde. Hier gibt es nur Hausnummern, hier gibt es nur 30 oder 40 Häuser. Also nicht wundern, wenn man hier erstmal hinfahren will, Flakenholz eingeben ins Navigation. Noch besser, meine Telefonnummer nehmen. Ich bin fast immer erreichbar. Der Ruf ist weitergeschaltet. 0172 53 656 31. Das funktioniert also zu 99% sicher. Und falls mich einer mal nicht erreicht, ich rufe zurück. Also Hunde und Katzen und Tiere sind erlaubt bei euch, gell? Ja. Alles gar kein Problem. Und wir kommen liebend gerne wieder, wenn wir denn dürfen. Wenn wir dürfen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die liebe Gastfreundschaft. Genau. Und bei uns gibt es auch ein Angebot Saisonmitgliedschaft. Mhm. Das ist zum Beispiel einer hier. Ja. Hopp, hopp. Simba! Wow.